Ich habe das Maul wohl zu groß aufgerissen beim letzten Video. Gleich am Tag darauf habe ich wirklich einen Einbruch in der Energie gemerkt. Jetzt heißt es wirklich durchhalten. Ich habe alles in allem die letzten 4 Tage 2 Trainingseinheiten ganz ausfallen lassen und 2 Trainingseinheiten so halb umgesetzt. Gestern war dann der Zeitpunkt, wo ich mir sagte, jetzt oder nie, habe mir nochmal heftig was gegönnt. Es gab einen großen Eisbecher von Ben & Jerry und eine Tafel Schokolade. Das habe ich gemacht, weil ich jetzt die nächsten 14 Tage wirklich durchbeißen muss. Verglichen mit dem letzten Mal muss ich sagen, dass es mir besser geht, viel besser. Aber nichtsdestotrotz, die Energie, die Motivation und die Lust aufs Training, die lässt so in den letzten Tagen schon ein bisschen nach. Keine Ausreden, jetzt bin ich dabei, meine Brust nochmal zu trainieren. Ich habe ausgerechnet, ich habe noch 2 Beintrainingseinheiten, circa 3 bis 4 Oberkörpereinheiten. Und danach bin ich schon in der Peak Week, nächste Woche ab Mittwoch. Mittwoch ist er fertig mit dem Training. Keine Ausreden, weiter geht's. Der 20. Oktober, noch 15 Tage bis zu meinem großen Tag. Im letzten Video habe ich noch groß posaunt, wie gut dass es mir geht. Und postwendend kam gestern die Quittung. Candice und ich sind in die Stadt ein bisschen spazieren gegangen und bisschen heißt bei der Candice locker mal 2 Stunden rumlaufen, locker mal 2 Stunden rumlaufen, also locker. Und ich habe gespürt, wie langsam die Energie doch zu Ende geht. Nach einer halben Stunde wollte ich nur noch nach Hause und mich hinlegen. Habe also gemerkt, dass langsam die Energie an eine Grenze kommt, die wettkampftypisch ist. Und noch etwas aus dem letzten Video. Und zwar handelt es sich um das Entladen, Aufladen, Entwässern. Und ich muss ganz ehrlich zu euch sein. Heute hatte ich ein Gespräch mit dem Philipp und habe ihm gesagt, hey Philipp, das Entwässern, das Aufladen, das ist absolut überschätzt. Meiner Meinung nach ist es so, dass wenn du in Form bist, bist du in Form, dann solltest du auch nichts riskieren. Du solltest die Form wirklich bis zum Tag X so halten, aber nicht versuchen mit so einer Peak Week, mit dem Entladen, Aufladen, was ursprünglich aus dem Ausdauersport kommt. Vielleicht noch riskieren, dass die Form wieder schlechter wird. Und das ist meistens so. Die meisten Bodybuilder, die auf der Bühne waren, kennen das. Erst nachdem sie wieder anfangen zu trinken und Salz zu sich nehmen, erst nach ein paar Tagen aufladen, ist es so, dass die Form richtig gut ist. Diese Peak Week tut den meisten eigentlich nicht so gut. Auf alle Fälle habe ich mir das folgendermaßen gedacht. Nächste Woche werde ich für euch oldschool-mäßig die Peak Week gestalten und mit allen Mitteln alles rausholen. Also mit Entladen, Aufladen und Entwässern, mit allem, was dazugehört. Aber für den Wettkampf dachte ich mir, wenn das Ergebnis mich jetzt nicht wirklich vom Hocker haut, werde ich das Ganze unterlassen und werde ohne Entladen, ohne Aufladen und ohne Entwässern auf die Bühne gehen. Für viele Bodybuilder, die da draußen zuhören, ist das ein sehr gewagter Schritt. Die denken sich vielleicht, oh Coach, gut möglich, dass du die Form wirklich versaust, aber ich muss euch sagen, ich bin sehr stark davon überzeugt, was ich sage und was ich mache. Und ich möchte mit diesem Video euch auch aufzeigen, was der Unterschied ist vom Entwässern mit Chemie und allem, was dazugehört, und ohne Entladen, ohne Aufladen und ohne Entwässern die Woche drauf, wenn es bei mir um die Wurst geht, bei meinem Go4Pro-Debüt. Also nicht Debüt, aber hey, für die Pro-Card lege ich wirklich alles ins Zeug und ich möchte da auch nichts riskieren. Sagt mir bitte in den Kommentaren, was ihr über eine solche Herangehensweise denkt, ob ihr das sehen möchtet, ob ihr das begrüßt und vor allem, ob euch das in Zukunft helfen würde, eine wichtige, gesunde und gute Entscheidung für euch selber zu treffen. So, und jetzt wird's ganz übel und zwar geht's ab ins Kino mit der Candice und einiger unserer Mädels aus dem Gym. Wir werden uns den Horrorfilm Es oder It anschauen. Und das Härteste dabei ist kein Popcorn, keine Schokolade, kein Krimskrams. Jetzt ist die Bande komplett. Da haben wir unsere Wettkämpfe drin. Was gibt's heute als Snack? Ich habe Proteinriegel dabei. Lass mich erzählen, was mir das letzte Mal passiert ist. Nach meinem letzten Wettkampf ist es in diesem Kino ausgeartet. Wir haben uns Deluxe-Plätze genommen. Da hatten wir, ich und Candice, je 2 Leckereien zugute. Und dann haben wir uns diese geholt.
diese Malteser, die große Packung, große Packung M&M, große Packung Snickers, große Packung Twix und gebrannte Mandeln. Und ich habe es fast im Alleingang gegessen, das waren knapp bestimmt 10.000 Kalorien. Die Snickers könnt ihr zwar noch vertragen. Snickers gehen immer. So, wir haben es geschafft, auch ohne Popcorn. Der Film war so lala, die Special Effects waren okay, aber die Geschichte selber... How was it, babes? How did you like it? It was... Dir hat es nicht so besonders gefallen. Jetzt gehen wir noch was trinken, warten nur noch auf den Philipp, die Kathi und unsere Mädels, die den Film auf Deutsch geschaut haben. Und so sieht ein Partytisch aus. Alle trinken Cola Zero. Außer diese Spaßbremse. Ich gebe alles, ich muss den Tisch ein bisschen hochziehen hier. Ja, zum Wohl. Zum Wohl. Zum Wohl. Coke Zero. Once again.